In diesem Video geht es um eine wichtige Regel zur Berechnung von Ableitungen, die sogenannte Kettenregel. Die Kettenregel benötigt man für geschachtelte Funktionen. Gucken wir dazu ein Beispiel an. Wir haben häufig Funktionen, bei denen wir eine Schachtelung vorliegen haben, also eine innere Funktion, die wiederum in einer äußeren Funktion steckt, wie zum Beispiel in diesem Fall der Funktion f von x gleich Sinus von x Quadrat. Da ist die äußere Funktion das Sinus x und das wird angewendet auf die Funktion x². Und das kann natürlich auch noch deutlich tiefer geschachtelt sein. Und auch solche Funktionen möchten wir natürlich ableiten können. Und um diese Ableitung bestimmen zu können, dafür gibt es die sogenannte Kettenregel. Die Kettenregel sagt, wenn g differenzierbar in x ist und f differenzierbar in g von x ist, dann ist auch die Komposition, also die Hintereinanderausführung, f nach g differenzierbar in x und es gilt, dass die Ableitung von f von g von x, also f von g von x Strich, das gleiche ist wie die Ableitung von f an der Stelle g von x multipliziert mit g Strich von x, also der Ableitung von g. Wenn wir das hier für dieses Beispiel einmal anwenden, dann ist das f, die äußere Funktion, die Sinusfunktion. Wenn wir die Sinusfunktion ableiten, ist die Ableitung der Sinusfunktion die Cosinusfunktion. Deswegen steht hier der Cosinus. Das Argument der äußeren Funktion wird unverändert übernommen. Das heißt, hier war es Sinus x², deswegen ist es jetzt hier Cosinus x². Dort wird erstmal nichts verändert. Das sagt die Regel hier. Die innere Funktion bleibt unverändert, aber es muss danach noch multipliziert werden mit der Ableitung der inneren Funktion, also der Ableitung von x². Und die Ableitung von x² ist 2x. Und deswegen ist die Ableitung von Sinus x² 2x mal Cosinus x². Der Übersichtlichkeit halber haben wir hier die Faktoren einmal getauscht im Vergleich zu der formalen Kettenregel hier, weil man typischerweise in einem solchen Fall das 2x einmal nach vorne ziehen würde. Gucken wir nochmal ein paar Funktionen an. Als erstes Beispiel betrachten wir die Funktion 2x plus 3 in Klammern hoch 5. So, jetzt könnte man natürlich hingehen und das Ganze ausmultiplizieren und Bernd ableiten. Das wäre natürlich dann sehr aufwendig. Hier ist es deutlich einfacher, die Kettenregel anzuwenden. Und wir wollen hiervon die Ableitung bestimmen. Also das möchten wir ableiten. Deswegen klammere ich das einmal ein, mache so einen Strich da dran. So, was sagt jetzt die Kettenregel? Die Kettenregel sagt, ich muss zuerst die äußere Funktion ableiten. Die äußere Funktion an dieser Stelle ist hoch 5. Also x hoch 5 ist die äußere Funktion. Wenn ich die einmal ableite, dann ist das Ergebnis 5 mal jetzt das, was das Argument war, und das Ganze hoch 4. Und das Argument selber, das ist die innere Funktion, das blaue. Also dieser Ausdruck, 2x plus 3. Der bleibt nach der Kettenregel erhalten. Das heißt, das ist 5 mal 2x plus 3. So, und die Kettenregel fordert außerdem noch, dass wir das Ganze noch multiplizieren mit der Ableitung der inneren Funktion. Die Ableitung der inneren Funktion ist aber 2. Also ich fasse es nochmal zusammen. Das hier, das ist g von x. Das hier ist g Strich von x. Und das Ganze hier, das ist die Ableitung von f, also f' an der Stelle g von x. Also für g von x eingesetzt. So, das Ganze kann man natürlich noch etwas vereinfachen. Das ist nichts anderes als 10 mal, Klammer auf, 2x plus 3 hoch 4. Gucken wir ein weiteres Beispiel an. Die Funktion, die wir jetzt ableiten möchten, ist Sinus x in Klammern hoch 5. Und auch davon möchten wir die Ableitung bestimmen. Wir markieren uns wieder, oder ich markiere hier einmal wieder, was die äußere Funktion ist. Die äußere Funktion ist f von x gleich x hoch 5, also irgendetwas hoch 5. Und die innere Funktion, die da drin geschachtelt ist, das ist Sinus x. So, was sagt jetzt die Kettenregel? Die Kettenregel sagt, wir müssen zuerst
die äußere Funktion einmal ableiten. Das ist 5 mal, Klammer auf, jetzt das alte Argument und das Ganze hoch 4, weil der Exponent wird um 1 verringert. Und die innere Funktion bleibt an der Stelle erhalten, das heißt, es ist weiterhin Sinus x. Und das Ganze wird jetzt noch multipliziert mit der Ableitung der inneren Funktion, also mit der Ableitung von Sinus x, und das ist Cosinus x. Cosinus x. Und das hier ist wieder g' von x, also nach der anderen Notation. Das hier ist g von x. Und dieser Ausdruck hier, das ist f' an der Stelle g von x. Das Ganze kann man natürlich auch mehrfach anwenden. Also stellen wir uns vor, wir haben die Funktion Sinus von Wurzel aus x² plus 3x und möchten die einmal ableiten. So, dann können wir einfach die Kettenregel anwenden und zwar mehrfach hintereinander. So, zuerst markiere ich wieder, was ist innen und was ist außen. Die äußere Funktion ist an der Stelle die Sinusfunktion. Das heißt, die wird zuerst abgeleitet. Die Kettenregel sagt uns, die müssen wir einmal ableiten. Das heißt, das Ergebnis ist, das ist gleich. So, Ableitung der Sinusfunktion ist Cosinus. Und dann haben wir die erste innere Funktion. Und die innere Funktion ist der gesamte Ausdruck hier. Das, was in der Klammer steht, also das Argument des Sinus, das bleibt erhalten. Das heißt, es ist Cosinus von Wurzel aus x² plus 3x, Klammer zu. Und das muss aber noch multipliziert werden mit der Ableitung der inneren Funktion. Und weil wir die jetzt noch nicht kennen, machen wir es mal schrittweise und sagen, okay, mal Ableitung der inneren Funktion, also mal Wurzel aus x² plus 3x und das Ganze abgeleitet. So, und jetzt sehen wir, hier ist noch eine Ableitung offen, die wir noch weiter machen müssen. Und da rechnen wir einfach weiter. Auch da haben wir jetzt wieder eine innere und eine äußere Funktion. Ich markiere die mal anders. Die äußere Funktion ist jetzt die Wurzelfunktion, das ist die äußere Funktion für diese Ableitung, die wir da bestimmen müssen. Und die innere ist das Polynom x² plus 3x. So, das heißt, wenn wir jetzt weitermachen, schreiben wir erstmal den ersten Teil wieder normal auf. Das ist gleich und wieder wie vorher Cosinus von Wurzel aus x² plus 3x, Klammer zu, mal. So, und jetzt brauchen wir an der Stelle die Ableitung der Wurzelfunktion, weil wir brauchen zuerst die Ableitung der äußeren Funktion. Das ist aber 1 durch 2 mal Wurzel aus. Und jetzt kommt da die innere Funktion wieder rein. Die wird ja auch da wieder unverändert. Das ist x² plus 3x. Und das Ganze muss ebenfalls wieder nach der Kettenregel nochmal multipliziert werden mit der Ableitung der inneren Funktion. Also mal x² plus 3x abgeleitet. So, auch das können wir nochmal neu aufschreiben, um auch den letzten Schritt zu machen. Das ist also immer noch Cosinus von Wurzel aus x² plus 3x nach der ersten Kettenregel multipliziert mit 1 durch 2 mal Wurzel aus x² plus 3x mal. So, und jetzt brauchen wir die Ableitung von x² plus 3x und das ist 2x plus 3. Und damit haben wir die Ableitung bestimmt für unsere relativ kompliziert aussehende Funktion vom Anfang her.
Das, was man sich dabei merken muss, ist das technische Vorgehen. Man bestimmt einfach die Ableitung von außen nach innen mithilfe der Kettenregel. Und da ist es relativ geschickt, diese Notation so zu verwenden, dass man so als Zwischenschritt die noch abzuleitenden Funktionen direkt mit aufschreibt und dann mit dem Strich, um kenntlich zu machen, dass die noch abgeleitet werden müssen. Kommen wir nun zum Beweis der Kettenregel. Für diesen Beweis benutzen wir die andere Ansicht des Differenzenquotienten. Ich habe hier nochmal die Definition der Ableitung nochmal wiederholt. Und die Definition war: Die Ableitung wird mit f' bezeichnet und ist die Funktion, die im x0 des Intervalls i die Ableitung von f in x0 zuordnet. Das heißt, f' von x0 ist gleich dem Grenzwert Limes x gegen x0 von f von x minus f von x0 geteilt durch x minus x0. Oder in Alternativschreibweise dem Grenzwert von h gegen 0 von f von x0 plus h minus f von x0 durch h. Und wenn Sie hier die Skizze angucken, wird auch sofort deutlich, dass es tatsächlich das Gleiche bezeichnet. Anstatt die Position x zu benutzen, kann man auch immer mit dem Abstand von x0 arbeiten zu der neuen Position. Und dann ist x immer das Gleiche wie x0 plus h. Das heißt, aus diesem x wird x0 plus h. Und das Gleiche macht man dann auch hier bei dem Abstand. Der Abstand zwischen x0 und x ist natürlich dann h, deswegen haben wir hier das h. Aber ansonsten ist der Ausdruck, also tatsächlich beschreibt der Ausdruck genau das Gleiche, es ist nur eine andere Notation. Hier in dem Falle arbeiten wir mit einem Abstand von x0 und hier wirklich mit zwei verschiedenen Stellen x und x0, wobei wir x auf x0 zulaufen lassen. Für den Beweis selber brauchen wir jetzt ausnahmsweise mal die erste Variante. So, für den Beweis definieren wir uns zuerst eine Hilfsfunktion. Und diese Hilfsfunktion, das soll sein f'. Und diese Hilfsfunktion, damit wir mit dem x und x0, was wir beide schon verwendet haben, nicht durch den Tüdel kommen, deswegen führen wir eine neue Variable ein, u. Also das soll jetzt eine Funktion in u sein, mit neuer Variable, damit es eben nicht zu Verwechslung kommt. So, und die soll definiert sein als f von u minus f von g von x0 geteilt durch u minus g von x0, falls u ungleich g von x0 ist, und f' von g von x0, falls u gleich g von x0 ist. So, was tut diese Hilfsfunktion? Diese Hilfsfunktion liefert den Wert des Differenzenquotienten, wenn wir mit unserem u auf g von x0 zulaufen. Also wenn wir u gegen x0 laufen, gegen g von x0 laufen lassen, dann bekommen wir genau den Differenzenquotienten für die Funktion f. Und das ist auch der Grund, warum im Grenzfall, also wenn wir dort angekommen sind, wenn wirklich u gleich g von x0 ist, also wenn wir mit dem u bei dem g von x0 angekommen sind, dann wollen wir den Wert haben, den die Ableitung von f an der Stelle g von x0 hat. Wir wissen an der Stelle ja schon, dass die Voraussetzung für die Kettenregel ist, dass f differenzierbar ist. Das heißt, diese Ableitung existiert auch tatsächlich. Damit gilt, weil die Funktion ist genauso gebaut, dass der Grenzwert Limes, wenn wir u gegen g von x0 laufen lassen, von f' von u, dass das f' von g von x0 ist. Weil Grund ist, f von u ist genau der Differenzenquotient, den man hat, wenn man gegen x0 laufen würde mit der Variable. Und im Grenzfall haben wir eben genau die Ableitung, deswegen passt das hier. Außerdem gilt, für alle x, also aus dem Intervall, was wir betrachten, dass f von g von x minus f von g von x0 das gleiche ist wie f' bei g von x
mal g von x minus g von x0. So, warum ist das so? Erster Fall, wenn g von x gleich g von x0 ist, ist ja möglich, dann sind die linke und die rechte Seite beide 0 und demnach insbesondere gleich. Linke Seite ist 0, naja, wenn g von x gleich g von x 0 ist, dann steht hier der gleiche Wert, es kommt also 0 raus. Hier entsprechend steht auch der gleiche Wert, kommt also auch 0 raus. Und das bedeutet, dass beide Seiten 0 sind. Dann sind beide Seiten 0. Gucken wir jetzt den zweiten Fall an. Zweiter Fall ist g von x ist ungleich g von x0. Das gucken wir mal genauer an. Setzen wir einfach ein. Dann ist f-Schlange von g von x mal, Klammer auf, g von x minus g von x0. Jetzt nutzen wir die Definition für f-Schlange. Und das ist das, weil das, was wir einsetzen, ist nicht g von x0. Das heißt, der Ausdruck, der rauskommt, ist f von g von x minus f von g von x0 geteilt durch g von x minus g von x0. Einfach in die Definition eingesetzt für f Schlange von u. So, wenn wir das jetzt, das Ganze müssen wir natürlich noch weiter aus, also müssen wir natürlich noch multiplizieren mit g von x minus g von x0. Und das ist praktischerweise natürlich genau der Nenner hier in dem Bruch. Das heißt, das kürzt sich sofort weg und wir erhalten, das ist gleich f von g von x minus f von g von x0. Genauso, wie wir es erwarten würden oder genau das, was wir zeigen wollten. So, ich markiere vielleicht noch einmal, was das hier ist. Das hier, das ist f-Schlange von g von x für g von x ungleich g von x0. Nach Definition. Und damit können wir auch schon die Kettenregel beweisen. Wir betrachten oder möchten lösen f von g von x0 Strich, also die Ableitung an der Stelle x0. Und das ist nach Definition der Grenzwert Limes von x gegen x0 von f von g von x minus f von g von x0 geteilt durch x minus x0. Von der vorherigen Folie wissen wir aber, dass f von g von x minus f von g von x0, dass das gleiche ist wie f Schlange von g von x mal g von x minus g von x0. Und das können wir jetzt hier ausnutzen und entsprechend umformen und im Zähler einsetzen. Das heißt, wir erhalten also damit den Limes x gegen x0. So, jetzt ersetzen wir das entsprechend. Das heißt, im Zähler steht dann jetzt f Schlange von g von x mal g von x minus g von x0 geteilt durch x minus x0. So, das Ganze kann man einmal aufspalten in zwei Teile. Weil wir wissen, dass zwei Grenzwerte existieren. Und zwar einmal wissen wir, dass der Grenzwert, das haben wir eben
direkt am Anfang gesehen, dass der Grenzwert von F Schlange existiert. Und wir wissen, dass g differenzierbar ist. Das heißt, hinter dieser Grenzwert für den Differenzenquotienten auf der rechten Seite wird auch existieren. Das heißt, wir dürfen das jetzt umschreiben nach den Grenzwertsätzen und können das aufschreiben als, das ist gleich, Limes x gegen x0 von f Schlange von g von x mal dem Limes von x gegen x0 von g von x minus g von x0 geteilt durch x minus x0. Wie gesagt, das ist erlaubt, weil wir wissen, dass die jeweiligen Teilgrenzwerte hier wirklich existieren. Hier haben wir es direkt hergeleitet und hier wissen wir es, weil g differenzierbar ist. Auf der vorherigen Folie hatten wir schon den Grenzwert hergeleitet, Limes u gegen g von x0 von f Schlange von u, das ist gleich f' von g von x0. Und das benutzen wir jetzt hier an dieser Stelle. Wir lassen hier jetzt x gegen x0 laufen und bestimmen f' von g von x. Wenn wir hier aber x gegen x0 laufen lassen, wandert das Argument von f' gegen g von x0. Das heißt, wir bestimmen den Grenzwert für den Fall, dass das Argument der Funktion f' gegen g von x0 läuft, also genau diesen Grenzwert. Da wissen wir aber schon, dass das f' von g von x0 ist. Also können wir das aufschreiben als, das ist gleich f' von g von x0. Und schließlich ist der rechte Teil hier, das ist ja der Grenzwert des Differenzenquotienten für g. Das ist also die Ableitung von g an der Stelle x0, also mal g Strich an der Stelle x0. Und das ist genau das, was die Kettenregel aussagt. Und damit ist der Beweis der Kettenregel fertig.